Datum formatieren in Kalk. Dieses Video zeigt, wie in Kalk ein Datum formatiert werden kann. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter. Wir öffnen Kalk. Wege zur Datumsformatierung. Wir klicken in der Symbolleiste Formatierungen auf das Symbol als Datum formatieren. Oder wir betätigen die Tastensteuerung Umschalt 3. Mit beiden Ausführungen kann eine Zahl in ein Datum formatiert werden und umgekehrt. Datumsformat anpassen. Im Hauptmenü wählen wir Formatzellen. Es öffnet sich die Dialogbox Zellen formatieren. Wir wählen den Tab Zahlen aus. Bei Kategorie wählen wir Datum. Bei Format können wir ein Datumsformat auswählen. Wir wählen zunächst 31.12.1999 aus. Das in der Zelle angegebene Datum, hier 24.06.2017, wird rechts in der Dialogbox im ausgewählten Format angezeigt. Bei der Formatauswahl stehen eine große Anzahl von Formaten zur Verfügung. Wenn das Format unseren Wünschen entspricht, klicken wir auf OK. Eine weitere Möglichkeit haben wir in der Zeile Formatcode. Hier können wir eigene Formate kreieren. Datumsformat anpassen nach ISO 8601. Für die Weiterverarbeitung bzw. Übertragung von Daten im Datumsformat empfiehlt sich das international standardisierte Datumsformat nach ISO 8601. Dieses Format steht bereits als Auswahl zur Verfügung. Wenn wir dieses Format ausgewählt haben, wird unterhalb der Zeile von Formatcode ein entsprechender Hinweis gegeben. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter.